Eine kurze Frage an die Dame. Es ist ja aufregend, Opernball. Jedes Jahr sieht man neue Gesichter auf den alten Menschen. Ne? Fast immer dasselbe Gesicht, aber bitte. Ja. Wissen Sie, wieso dieser Platz hier roter Teppich genannt wird? Ich nehme an, es hat sicherlich mit der Geschichte Österreichs zu tun. Nein, es hat mit der Farbe des Bodenbelags zu tun. Das ist auch wieder richtig, aber dann kann es auch grün sein. Stimmt, wenn es grün wäre, dann wäre es grün. Auf den Opernball kommen nur Leute, die sind entweder reich oder schön. Ich nehme an, Sie sind reich. Na, sieht man das nicht? Ich habe gerade das Kompliment gehört, ich habe abgenommen. I prefer to be more beautiful from the inside, to try to help people. You know, sometimes just a one kind smile. Okay, thank you very much, thank you very much. Sie können sich ja die schönsten Kleider leisten. Darf ich Sie fragen, wieso haben Sie es nicht getan? Schaut mein Kleid aus, als könnte ich es mir nicht leisten. Ich habe das extra von einem Designer in Salzburg, von Herrn Enzenhofer, machen lassen. Aber ich finde das menschlich einen feinen Zug, nicht? Sie tragen das Kleid eines blinden Designers. Ja, richtig. Herr Serafin, würden Sie zustimmen, Orden und Bomben treffen immer die Unschuldigen? Na, gar nicht, Herr Blätzen, ja. Da müsste ich ja unschuldiger sein, das bin ich nicht. Wie geht's in Putin? Ich habe ihn jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen oder gehört, aber im Frühjahr wieder. Mrs. Horn, will you tell everybody that we in Austria have great balls? I certainly will, and that's a really good thing to have, great balls. Herr Fassler, eine kurze Frage. Es sind ja heute auch wieder einige Staatsgäste hier. Ist das das Motto der österreichischen Diplomatie? Grab them by the pussy pussy? Zum Teil. Man muss alle Möglichkeiten der Diplomatie nutzen. Und die Erfahrung zeigt, dass gerade das auch bei ausländischen Gästen ungeheuer gut ankommt. You have to fight for your right to party. Ich stehe hier mit Miss und Mr. Austria, die heute auch beide Debütanten waren. Ne? Ich glaube, es ist ja jedes Jahr gehört zum Schönsten am Opernball, nicht? Die Dilettantinnen und Dilettanten. Ja, auf jeden Fall. Also es war auch eine sehr große Ehre, da mitzumachen. Wenn man sich hier so umschaut, muss man sagen, es gibt ja doch die ein oder andere Stilsünde. Ich glaube, 5000 elegante Menschen gibt es nicht in Österreich, oder? Glaube ich auch nicht. Wir sind in dem Bereich des Opernballs, wo Schnecken angeboten werden, Wiener Schnecken. Ich denke, Schnecken passen gut zur Wiener Society, auch so ein kleiner Schleimer, den keiner leiden kann. Ne? Nachdem ich aus der Steiermark komme, hat das einen ganz besonderen Bezug mit dem Wiener Schleimer, selbstverständlich. Aber wir sind auch hier, damit wir die Wiener Schleimer ein bisschen genießen. Draußen bei der Demo lautet das Motto Eat the Rich. Ja. Wir bleiben lieber bei Eat with the Rich. Ne? Die Schnecken schmecken ausgezeichnet. Was glauben Sie, hat die höhere Gesellschaft auch niedere Instinkte? Die ganze Zeit. Das fragen Sie mich. Ah, hier sind Sie, hier sind alle zusammen. Ne? Wir wollen... Opas. Ach so, alles klar, na gut. Aufreißzone, Opernball. Ich bin reich und du bist schön, lass uns in die Loge gehen. Ne? Das schaue ich mir mal an, denn wenn Sie hineingehen in die Loge, werden Sie sehen, wie beengt die ganze Situation ist und wie viele Menschen da drinnen sind. Also so leicht die schnelle Nummer in der Loge wird sich nicht ausgehen, sage ich mal. Mein Hobby ist das Wandern. Bei uns in Mistelbach heißt das Wandern mit Edi. Da kommen zu einem fixen Termin jedes Monat Leute zusammen. Wer kommt, geht mit. Und da wandern Sie im Dreivierteltakt. Ja, mehr im Marschschritt als im Dreivierteltag. Herr Lunger, ich habe gelesen, Sie wollen wieder heiraten. Das ist ein Irrtum. Sind Sie auf der Suche nach jemandem, mit dem Sie den Rest Ihres Jahres verbringen können? Ja, den Rest meines Lebens mit einer netten Frau zu verbringen, ja, aber heiraten, nein. Ja. Na, mit 84, da wird man sich nicht fix binden. Ne? Naja, das ganze Studium der Weiber ist schwer. Jetzt haben Sie als neue Opernballorganisatorin Maria Großbauer bestellt, die Frau des Philharmoniker-Vorstands, um auch das Orchester auf Ihre Seite zu ziehen. Trotzdem ist Ihr Vertrag nicht verlängert worden. Sind Sie der Meinung, dass die Wiener einfach hinterfotzige, widerwärtige Idioten sind? Ich verstehe diese, was Sie gerade gesagt haben, überhaupt nicht. Good night and fuck off.